Die Städte und Regionen brauchen die Europäische Union. Die Europäische Union braucht die Städte und Regionen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, einen Satz hören wir immer wieder, wenn wir vor Ort mit den Mandatsträgern und Akteuren diskutieren. Sie sagen uns, ohne die Europäische Union hätten wir diese Austauschprogramme für Studierende nicht auflegen können. Ohne die Europäische Union hätten wir diese Brücke nicht bauen und jene U-Bahn-Verbindung nicht verwirklichen können. Ich habe schon seit langem verstanden, dass die Europäische Union das, was sie in meiner Heimatstadt Eupen und in meiner Region ermöglicht hat, überall in Europa tut. Die konkreten Errungenschaften unserer Union gehen weit über das Erasmus-Programm hinaus, das oft und zu Recht als Beispiel genannt wird. Vor Ort, genau wie hier in Brüssel, ist es unsere Aufgabe, immer wieder auf diese Errungenschaften hinzuweisen, die vielfach nur dank der Kohäsionspolitik möglich waren. Wenn die europäischen Institutionen für Europa werben wollen, dann müssen sie diesen direkten Beitrag der Union zur Verbesserung des Alltags der Europäerinnen und Europäer hervorheben. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, eine vollständige Beschreibung der Lage der Europäischen Union darf nicht nur die Mitgliedstaaten umfassen und die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften außer Acht lassen. Die Aufgabe unserer Versammlung gewählter Mandatsträger ist es, den anderen europäischen und den nationalen Institutionen in Erinnerung zu rufen, dass die Union nicht nur aus den Mitgliedstaaten besteht. Die Lage der Union, das ist auch und vielleicht sogar in erster Linie die Lage ihrer Gemeinden, Städte und Regionen. Wir sehen Europa nicht nur als ein Europa der EU-Institutionen und der Mitgliedstaaten. Wir sehen Europa in 3D mit seinen 100.000 Gemeinden und 300 Regionen. Diese dritte Dimension ist der demokratische Eckpfeiler, auf dem wir unser Europa gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern und für sie neu ausrichten müssen. Ja, die Städte und Regionen brauchen die Europäische Union. Und weil die Städte und Regionen die Union brauchen, können sie kein europäisches Zukunftsprojekt mittragen, in dem die regionale Entwicklung nur noch teilweise oder überhaupt nicht mehr von Europa unterstützt würde. Wir könnten nie akzeptieren, dass die Union ihre Gebietskörperschaft vernachlässigt oder gar fallen lässt. Das wäre ein Ding der Unmöglichkeit. Wenn wir unsere Städte, unsere Gemeinden und unsere Regionen schwächen, dann schwächen wir auch letztlich die Union. Und das kann nun wirklich kein Zukunftsprojekt sein. Wir müssen vielmehr unsere Gebietskörperschaften stärken, um auf diese Weise auch die Union zu stärken. Wir haben daher vor einem Jahr gemeinsam mit unseren Partnern in der Kohäsionsallianz die Forderung nach einem stärkeren Europa für seine Gebietskörperschaften erhoben. Kohäsionspolitik und Zusammenhalt gehen uns alle an. 8.000 Unterzeichner haben sich inzwischen der Kohäsionsallianz angeschlossen, die sich mittlerweile auf fast das gesamte Unionsgebiet erstreckt. Zu den Unterzeichnern gehören zu einem natürlich sehr viele Vertreter von Gebietskörperschaften, zum anderen aber auch Vertreter aus ganz anderen Bereichen, von der UEFA über die Europäische Union des Handwerks und der Klein- und Mittelbetriebe bis hin zum Europäischen Patientenforum. Die Kohäsionspolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist keine Politik aus der Mottenkiste. Insbesondere die europäische Jugend hat dies sehr wohl begriffen. Ich freue mich deshalb, dass vor kurzem auch das Europäische Jugendforum unserer Allianz beigetreten ist. Für mich gibt es keine wichtigere, keine ehrenhaftere Aufgabe, als den künftigen Generationen eine wachsende,
blühende und gedeihende Union zu hinterlassen, die auf den gemeinsamen Werten Freiheit, Gerechtigkeit und Solidarität gründet. La mobilisation de l'Alliance a eu des résultats. La politique de cohésion concerne à ce stade toutes les régions, alors que ce principe essentiel était en danger. Mais qu'on ne s'y trompe pas, notre vigilance doit rester totale. Le combat des élus locaux et régionaux pour que l'Union conserve sa cohésion doit continuer. Parce que la cohésion est une politique qui aide nos territoires à se développer. Parce que la cohésion est une politique d'avenir pour faire face aux grands défis de notre époque et dans le même temps répondre aux demandes du quotidien. Comment la Commission européenne peut-elle souligner que la politique de cohésion est vitale pour l'Europe, ses citoyens, son économie, ses villes et régions, et proposer dans le même temps une diminution de 10% du budget de cette même politique? Nous rejetons ces réductions disproportionnées, tout comme l'ont d'ailleurs fait également nos collègues du Parlement européen en commission budget. Que ce soit pour la cohésion, la politique agricole commune ou toute autre politique, le bon sens nous rappelle qu'avec un budget européen déjà si faible, on ne peut pas faire plus avec moins. Nous rejetons aussi toute autre forme d'affaiblissement de la place des villes et régions comme une centralisation des modalités de gestion. La centralisation n'est pas une méthode du futur, c'est une méthode du passé. Et d'ailleurs, comme l'ont souligné les représentants des collectivités territoriales françaises dans leur récent appel de Marseille, la décentralisation est le modèle qui permet de rapprocher décisions et investissements des vrais besoins. Bien entendu, il y a des contraintes budgétaires, il y a le Brexit, il y a des États qui rechignent à contribuer à l'effort européen, même s'il reste très modeste pour 510 millions d'habitants et retourne pour sa plus grande part d'ailleurs dans les États. Il faut porter au plus haut l'ambition européenne et le temps presse. Le président de la Commission a très justement appelé les États à conclure un accord de principe sur le budget avant les élections européennes. Tout temps perdu dirige notre futur vers un grand nombre d'incertitudes, alors que les Européens ont besoin de solides perspectives d'avenir. Monsieur le Président, mes chers collègues, une union exsangue dépossédée de ses moyens d'action, ce serait la victoire de ceux qui veulent la fin de l'Europe. Ils mentent quand ils pointent la responsabilité de l'Union quand un pont s'écroule ou quand leur système de santé est sous-financé. Et en détruisant l'Union, ils affaibliront aussi leurs villes et leurs régions. Il y a évidemment un paradoxe à ce que ceux qui ne veulent pas contribuer à l'effort européen, qu'il s'agisse du respect des valeurs communes ou de l'effort budgétaire, sont aussi ceux qui blâment la faiblesse de l'Europe, dont ils sont d'ailleurs également les fautifs. Et quand l'Europe leur propose des solutions, c'est trop. Toujours trop, toujours trop peu. En réalité, ils veulent la mort de l'Union qui nous assure la paix depuis plus de 60 ans. N'oublions jamais cette citation, « Le nationalisme, c'est la guerre ». Et j'ajoute l'évidence, « L'Europe, c'est la paix ». Les communes, villes et régions et leurs élus sont un facteur de confiance et de stabilité pour l'Union dans une période où les divergences et les oppositions s'exacerbent. Cette stabilité est précieuse pour continuer à nous construire un avenir commun. Les élus locaux et régionaux font très souvent preuve de pragmatisme et de courage. Ils ne peuvent pas se retrancher derrière des polémiques virtuelles en 280 caractères. Chaque jour, ils sont en première ligne face aux réalités de terrain. Ils doivent agir. Parfois, ce qu'un chef d'État ou de gouvernement annonce comme insurmontable ou insupportable devient possible pour un élu local. Quand le Premier ministre hongrois rejette tout effort d'intégration, notre collègue Bart Somers, bourgmestre de Mechelen, lui rappelle très justement que sa ville de 86 000 habitants compte plus de musulmans que la Hongrie et la Slovaquie réunies. Jour après jour, nos villes et régions se battent pour le vivre ensemble en Europe. Quand au Conseil ressonne sans cesse le mot « migration » sur le terrain, nous entendons plus souvent le mot « intégration ».
Chers collègues, voilà où se trouve le sens des responsabilités. Voilà où se trouve le vrai esprit européen. Voilà aussi pourquoi nous allons lancer en collaboration avec la Commission européenne une campagne pour valoriser les projets d'intégration qui sont mis en œuvre dans nos villes et nos régions. Monsieur le Président, mes chers collègues, au niveau européen, la démocratie a deux poumons. Il y a bien entendu le Parlement européen dont les membres sont élus dans les territoires. Et il y a le Comité européen des régions, où les élus des territoires, des plus petites communes aux plus grandes régions, travaillent au service des Européens et au service de la construction européenne. Nächstes Jahr feiert unsere Versammlung ihr 25-jähriges Bestehen. Unsere Institution muss sich auch künftig ausgehend von der einfachen, aber kraftvollen und zunehmend geteilten Idee weiterentwickeln, dass Europa mit den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort aufgebaut werden muss. Unsere Daseinsberechtigung liegt für jeden überzeugten Europäer klar auf der Hand. Angesichts der vielen europäischen Ungewissheiten muss unser Ausschuss fest im EU-Gefüge verankert bleiben und gleichzeitig in allen Gemeinden und Städten und Regionen Europas noch fester Fuß fassen. Unsere Versammlung muss das Forum werden, in dem die Europäerinnen und Europäer zusammenkommen, um gemeinsam Europa zu gestalten. Die lokalen und regionalen Mandatsträger sind auch Mandatsträger der Europäischen Union. Werte Kolleginnen und Kollegen, wir bringen die lokalen und regionalen Angelegenheiten auf die europäische Ebene und tragen im Gegenzug auch die europäischen Anliegen in die Regionen und Städte. Wir müssen die Bereiche ermitteln, in denen die Union einen zusätzlichen Nutzen zu den lokalen, regionalen und nationalen Maßnahmen bringt. Das ist der eigentliche Mehrwert unserer Arbeit. So manch einer mag zwar der Meinung sein, dass es große und kleine Debatten gibt, aber ich bin davon überzeugt, dass es keine Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gibt, die klein werden oder die wir vernachlässigen könnten. Vor Ort sagen uns diese Bürgerinnen und Bürger, dass sie für ihren Alltag bezahlbare Wohnungen, solide Arbeitsplätze, eine gute Ausbildung für ihre Kinder, schnelle Verkehrsanbindungen, Sicherheit, Internetzugang, Gründerhilfe, ländliche Entwicklung und noch vieles andere brauchen. Unsere Aufgabe ist es, diesen Anliegen Gehör zu schaffen. Die Europäerinnen und Europäer erwarten eine Antwort, ganz gleich von welcher Ebene. Die Europäische Union darf nicht im Abseits verharren, wenn sie einen Mehrwert schaffen kann. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, wir müssen die großen europäischen Debatten einem Praxistest unterziehen. Nehmen wir beispielsweise die Haushalts- und Rechnungsführungsregeln. Wir müssen aufzeigen, wie und warum die Europäische Union lokale öffentliche Investitionen mobilisieren kann, die immerhin die Hälfte der öffentlichen Investitionen in Europa ausmachen. Diese Investitionen wurden von der Finanzkrise 2008 ausgebremst und werden auch weiterhin durch die Unangemessenheit der Haushalts- und Rechnungsführungsregeln für die Bedürfnisse der Gebietskörperschaften beeinträchtigt. Die EU muss diese Regeln anpassen oder flexibilisieren und dabei den Forderungen der Basis Rechnung tragen, wie beispielsweise der letzten Monat verabschiedeten Erklärung der Bürgermeister der Hauptstädte der Union auf ihrer Versammlung hier in Brüssel. Ein erster wichtiger Schritt wäre es, die Kofinanzierung der Strukturfonds sowie gewisse Zukunftsinvestitionen aus der Schulden- und Defizitberechnung herauszunehmen. Sehr geehrter Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen, ich habe vorhin gesagt, dass die Städte und Regionen die Europäische Union brauchen. Ich möchte hinzufügen, dass auch die Europäische Union die Städte und Regionen braucht. Il faut renforcer les liens avec les Européennes et les Européens, notamment en débattant avec eux du devenir de leur Europe. C'est ce que nous faisons depuis deux ans. 180 débats ont été organisés dans les 28 États membres, 176 membres de notre Assemblée, issus de tous les groupes politiques, y ont participé et sont allés à la rencontre de la population dans 110 régions et 156 villes. Bravo à vous toutes et tous pour cette très belle mobilisation. Le compte-rendu final de ces dialogues citoyens
sera transmis aux membres du Conseil européen pour contribuer aux travaux de leur réunion de décembre et vous pouvez le découvrir dans ce document qui vous sera évidemment distribué. Ce rapport a aussi servi de base à l'avis de notre comité sur le rétablissement de la confiance dans l'Union européenne demandé par le président Donald Tusk et préparé par notre premier vice-président Marco Markula et moi-même. Personne n'a le monopole des dialogues citoyens. Beaucoup d'acteurs nationaux et européens en ont d'ailleurs mené, ce qui est une très bonne chose. La Commission européenne, le Comité économique et social, les parlementaires européens et les États membres. Outre la nécessité de travailler ensemble, nous pouvons retirer de cet exercice quatre enseignements pour le futur. Premièrement, les dialogues contribuent au renforcement de la dimension démocratique de l'Union européenne en mobilisant et en impliquant largement la société civile organisée, qu'il s'agisse d'organisations citoyennes, de partenaires sociaux ou de fondations, par exemple. Deuxièmement, il faut un vrai effet retour sur les politiques de l'Union européenne. Écouter ne suffit pas. Il faut organiser les dialogues citoyens et leur suivi de manière à améliorer l'action de l'Union dans des domaines spécifiques. Troisièmement, les élus locaux et régionaux doivent jouer un rôle central dans l'organisation et le suivi de ces dialogues sur le terrain et au sein des institutions européennes. Et enfin, quatrièmement, ce mécanisme européen de dialogue citoyen doit devenir permanent. Un arrêt soudain au lendemain des élections de mai 2019 risquerait d'engendrer une vraie frustration. Les dialogues citoyens ne peuvent pas être réduits à une campagne électorale. Dès aujourd'hui, il faut se mettre à la tâche pour renforcer la vie démocratique de notre Union après 2019. Nous devons rassembler les bonnes volontés. C'est pourquoi j'ai proposé au président du Comité économique et social européen de travailler ensemble pour définir les contours de ce mécanisme permanent de dialogue citoyen. Notre proposition commune pour renforcer ainsi le lien entre l'Union et ses citoyens sera celle des représentants de la société civile organisée et des collectivités territoriales, c'est-à-dire de ceux qui sont au plus près des Européennes et des Européens. Monsieur le Président, mes chers collègues, la démocratie, c'est aussi la proximité et donc la subsidiarité. Il est temps de remettre les pendules à l'heure. Il serait caricatural de limiter l'application du principe de subsidiarité à une question de changement d'heure. Et d'ailleurs, si l'Europe a peut-être besoin d'un changement d'heure, elle a avant tout besoin d'un changement de cap. Comment peut-on encore hésiter à concrétiser enfin l'Europe sociale alors que les inégalités se creusent un peu partout en Europe et que près d'une personne sur cinq vit sous le seuil de pauvreté de son pays ? Sur le terrain, nous voyons chaque jour la demande sociale et parfois la détresse. Nous vivons l'érosion des services publics. Ces appels à l'aide, l'Union doit aussi y répondre. Les droits sociaux doivent être reconnus au même niveau que les droits économiques. L'Europe sera plus forte en aidant d'abord celles et ceux qui en ont le plus besoin. Je reviens à la subsidiarité. Si l'Union a besoin d'un changement de cap, elle a tout autant besoin d'un changement de méthode pour parvenir à faire face aux grands défis et mutations qui se posent à nous, comme les enjeux climatiques, démographiques ou encore la transition vers une société du numérique. La subsidiarité, c'est une meilleure Europe parce qu'elle fonctionne mieux, parce qu'elle fonctionne plus près des citoyens. Die Subsidiarität muss uns die Möglichkeit eröffnen, gemeinsam auf ein besseres Funktionieren der Europäischen Union hinzuarbeiten. Daher haben Michael Schneider, François de Coster und ich uns für ein neues Subsidiaritätsverständnis, für die Idee einer aktiven Subsidiarität stark gemacht, die in dem Bericht der Taskforce Subsidiarität aufgegriffen wurde. Es geht nicht darum, das Handeln auf eine bestimmte Ebene zu beschränken. Es geht auch nicht darum, eine Regierungsebene zu Lasten einer anderen auszuboten. So hat auch die Taskforce Subsidiarität unter dem Vorsitz von Frans Timmermans keinen einzigen Bereich ermitteln können, in dem der Union ihre Zuständigkeit gänzlich entzogen werden sollte. Um mit den Worten der österreichischen Landeshauptleutekonferenz zu sprechen, die Zukunft der EU
liegt weder in einem generellen mehr oder weniger EU noch in einer Fortsetzung des Status quo oder einem partiellen Sprung nach vorne. Zukünftige Leitplanke der EU muss vielmehr sein, dort mehr EU, wo es mehr EU braucht, dort weniger EU, wo es weniger EU braucht. Um dies zu erreichen, müssen wir viel mehr an der Regelungsdichte und dem Mehrwert europäischer Rechtsvorschriften arbeiten, anstatt uns zwischen verschiedenen Regierungsebenen zu streiten. Subsidiarität, das bedeutet auch eine stärkere Union, weil sie sich auf ihre Gebietskörperschaften stützt, um die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern zu suchen. Wie Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker bei der Präsentation des Berichtes der Taskforce so treffend erklärt hat, unsere Union kann nicht ohne die aktive und gleichberechtigte Beteiligung der lokalen Behörden, der EU-Organe und aller zwischengeschalteten Regierungsebenen aufgebaut werden. In der Erklärung von Innsbruck haben wir vor kurzem unseren Standpunkt zur Subsidiarität verdeutlicht. Gestern hat Kommissionspräsident Juncker bei der Eröffnung der Europäischen Woche gesagt, dass er diese Schlussfolgerungen weitgehend teilt. Das ist sehr erfreulich. Diesen Standpunkt werden wir in die Konferenz einbringen, die der derzeitige EU-Ratsvorsitz Mitte November in Bregenz organisiert. Außerdem werden wir unsere Überlegungen mit der gestern im Präsidium beschlossenen Einrichtung eines neuen Pilotnetzwerks regionaler Subsidiaritätsstützpunkte in eine konkrete Form bringen. Monsieur le Président, mes chers collègues, les élections européennes de mai 2019 nous concernent tous, car elles seront décisives pour l'avenir des Européens et de notre Union. Rassembler pour porter un message rassembleur, voilà notre mission. Dans les prochains jours, j'adresserai en votre nom un message aux élus et responsables locaux et régionaux européens pour élaborer un message commun qui sera celui de la déclaration de notre 8e sommet des villes et régions de mars 2019. Ce sommet, pour lequel nous espérons compter beaucoup sur votre présence, Monsieur le Président, ce sommet aura pour fil conducteur la refondation de l'Union à partir du terrain, c'est-à-dire à partir des communes, des villes et des régions européennes. Notre appel, nous l'adresserons aux participants du sommet des chefs d'État et de gouvernement de Sibiu en mai. Et il s'adressa aussi à celles et ceux qui dirigeront et animeront le prochain Parlement européen, la prochaine Commission européenne et la prochaine présidence du Conseil. Sur base de la déclaration de notre sommet de Bucarest, nous poursuivrons notre tâche en rédigeant un cahier des charges à destination de la prochaine Commission européenne. Pour rappeler pourquoi, en toute matière, les villes et régions ont besoin de l'Union européenne et pourquoi, en toute matière aussi, l'Union a besoin de ses villes et de ses régions. Je vous remercie. And now the floor is yours, Mr. President.